Um eine mögliche Ausbreitung von Viren und Keimen zu verhindern, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation der Ukraine, gefährliche Krankheitserreger in ihren Laboren zu zerstören. Der Vormarsch Russlands und die Bombardierung der Städte erhöhten die Gefahr, dass Krankheitserreger, an denen in den Laboren geforscht werde, durch Zerstörungen der Gebäude freigesetzt würden. Damit könnten sich die Erreger dann leichter in der Bevölkerung verbreiten, heißt es.